Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Die Genussregion Österreich ist die kulinarische Topmarke Österreichs. Wir haben vor Jahren die Genussregion in Österreich gegründet. Die Genussregion Österreich ist seit 2005 aktiv. Die Aufgabe ist es, eben regionale Spezialitäten aus Österreich als immaterielles Kulturgut zu erhalten. Ganz besonders wichtig und als Trendsetter sind wir deswegen aktiv, weil es uns gelungen ist, diese Partnerschaften in den Regionen aufzubauen, von der Landwirtschaft, Gastronomie, Gewerbe, Handel, Tourismus und hier die Zusammenarbeit idealtypisch funktioniert. Die Genussregion Österreich ist eine Erfolgsgeschichte. Die Idee, die dahinter steht, ist, dass Lebensmittel besonders präsentiert werden sollen, die eine Tradition haben, die eine Geschichte haben, die in der Region verankert sind, zum Beispiel wie Bregenzer Wälder Käse oder Wachauer Marille. Und dass wir damit erreichen, dass zum einen die Bauern eine höhere Wertschöpfung haben für ihre Produkte, zum anderen, dass das Genussland Österreich bekannt wird, dass wir damit erfolgreich sind im Inland, aber auch im Ausland und dass sozusagen die Kooperation verstärkt wird zwischen den Bauern, zwischen den Wirten, der Gastronomie und der Hotellerie. Und da steigen die Zahlen und hat eine sehr positive Entwicklung. Wir sind heute hier in der Gärtnerei Ganger, einem Lizenzbetrieb von Genussregion Österreich, weil es uns ganz wichtig ist, die Betriebe vor den Vorhang zu holen. Die stehen im Mittelpunkt.